wieder in der Haus bei der Mutti von der Rotkäppchen und der NRW-Boy 18 ist hier. Wir machen noch einen Teil Simon 4 und wenn ich jetzt hier rauskomme, wird es auch weitergehen. Kleiderschrank nicht, hier Holzfällerhütte will ich jetzt hin. Ach, er hat die Position geändert. Oh Gott, was ist das denn hier? Ein Bierfass. Dieses Bierfass ist sicher ein klares Indiz auf die Kernkompetenz des Holzfällers. Ja. Können wir uns vielleicht hier was abzapfen? Aber ich habe nichts, wo ich das reinfüllen kann. Ein Topf vielleicht. Tolle Idee. Nein. Okay, wir reden mit ihm. Kuckuck. Hallo, mein Freund. Krieg ich ein Bier? Du hast nicht besonders viel zu tun, oder? Hm? Natürlich habe ich zu tun. Ich mache mir einen schönen Tag. Nennst du das nichts tun? Wie sollte man das sonst nennen? Wellness. Oh Mann, manche Trends sind echt nicht zu stoppen. Ich habe hier mein Wellness-Bier, meine frische Wellness-Luft und meine Wellness-Sonne. Ich find's klasse. Klar, er redet und trinkt gleichzeitig. Das ist ein klein wenig falsch programmiert worden. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Burg reinkomme? Durch das Tor, nehme ich an. Ich war nie dort und will auch gar nicht hin. Da bringe ich nur den Steuereintreiber auf meine Spur. Ich mache mich wieder auf die Socken. Tja, das hat also nichts gebracht. So, wieder zurück zur Wegeskreuzung. Haben wir jetzt noch die Trollbrücke, unser kleiner Verkäufer. Hä? Oh nein, nicht du schon wieder. Da staunst du, was? So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Nein. Ein Unternehmertroll mit Durchhaltevermögen. Prima. Ach, er ist wieder da. Sind deine Preise mittlerweile realistischer? Sicher. Ich habe jetzt marktüblichere Preise. Der Brückenübergang kostet 3 Goldstücke. Na, das ist immer noch saftig. Aber damit kann man leben. Nur nicht für dich. Du zahlst 2 Tonnen Gold. Und du wirst auf dieser Seite der Brücke verrotten. Ah ja. Ich hoffe, du hast den Sturz von der Brücke gut überstanden. Gut. Danke der Nachfrage. Ich bin ins Wasser gefallen und wurde kilometerweit abgetrieben. Dabei bin ich mehrfach fast ertrunken. Dann wurde ich an Land gespült und jetzt bin ich wieder hier. Das freut mich. Ich hoffe, du bist nicht nachtragend oder so. Nachtragend? Ach wo. Ich verspüre das dringende Bedürfnis, dich hier und jetzt roh aufzufressen. Aber ansonsten bist du für mich ein ganz normaler Brückenkunde, wie jeder andere auch. Na super. Eine totschicke Hellebarde hast du da. Nicht wahr? Damit werde ich mich in Zukunft vor Zechprellern wie dir schützen. Wenn du dich das nächste Mal über die Brücke schwingst, spieße ich dich mit dem Ding auf. Bis später. Okay, der Reb. Billigs. Billig, willig. Hallo, bist du da drin? Wo soll ich sonst sein? Was willst du? Das weiß ich selber noch nicht. Kannst du mir sagen, wie ich in die Königsburg komme? Ach, Kleiner. Die Schatzkammer des Königs ist eher ein Armutsgewölbe. Warum sollte ich ihn besuchen wollen? Es gibt nur wenige Dinge, die mich so wenig interessieren wie die Burg des Königs. Na. Kann man bei dir auch Edelsteine bestellen? Sicher, mit dem nötigen Kleingeld. Ich habe allerdings nur noch einen einzigen Diamanten. Und es wird auch einige Zeit dauern, bis ich neue Steine reinbekomme. Abgesehen von den Klunkern in meinem Privatbesitz, aber die würde ich nie herausrücken. Mhm. Kaufst du auch Edelsteine an? Lass sehen. Ha! Das ist ordinäres, geschliffenes Glas. Na gut, es ist eine bessere Imitation und dumme Menschlein können ihn sicher nicht von einem echten Diamanten unterscheiden. Ich glaube, für euch reicht geschliffenes Glas einfach. Was heißt das denn jetzt? Hallo? Was? Ich muss mir mehr einfallen lassen, um ihm den falschen Stein anzudrehen. Okay. Tja, aber das heißt jetzt auch, dass ich jetzt nicht mehr zu der Hütte von Großmutter komme, richtig? Ach doch, er geht außen rum. Wo geht er denn jetzt hin? Hä? Ja, toll, super. Nein, Moment.
Ach nein. Okay, funktioniert das nochmal? Der Troll hat den Ast abgesägt. Ich glaube, er kommt mit meiner Art einfach nicht klar. Kacke. Okay, habe ich vielleicht irgendwas kaputt schlagen? Keine Ahnung, was... Nein. Tintenfresser. Geheimplan, Kompass. Schürhaken. Gegen ihn Nein, kämpfen. Das... Nein, auch nicht. Papagei, zu Quatsch. Was soll das denn be... Nein. Ah, natürlich. Das ergibt bestimmt einen Sinn. Nur kapiere ich's nicht. Ach, das wäre doch zu einfach gewesen, Freunde. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt hier so mein Inventar angucke, aus Kevin allein zu Hause. Naja, muss ich da gerade dran denken, aber Glasperlen, Holzperlen. Vielleicht, Nein, 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 Auf nein! Auf den Perlen rutscht man sicher ganz gut aus. Ich fass es nicht. Ja! Naja, es ist... Was soll die Sauerei? Ich hab hier eben erst sauber gemacht. Wer macht das Zeug jetzt wieder weg? Na du, wer sonst? Ich etwa? Sehe ich aus, als wäre ich dazu geboren, Brücken zu fegen? Das ist ja wohl das Letzte. Na warte, dir werde ich... Vorsicht, denk an die Perlen. Natürlich. Und ich hatte ihn noch gewarnt. Naja, ein wenig mies animiert, aber... Okay, wir können wieder drüber. Ist doch nicht wahr. Die Glasperlen brauche ich nicht mehr. Ja, ich weiß, Freunde, da oben das Buch, das würde mir helfen, aber ich möchte das alles hier alleine herausfinden. Das bringt ja nichts, wenn ich hier permanent nach irgendwelchen Lösungen suche. Oder nach irgendwelchen Lösungen angel, so rum. So, jetzt können wir endlich hier wieder hin. Und, die Tür ist zu. Wieso ist die Tür zu? Verdächtig aussehende Blumen, das ist mir auch so ein Rätsel, warum das immer noch alles hier anwählbar ist. Der schläft. Was ist das? Ein Sparstrumpf. Okay. Nachttisch. Ein Nachttischchen. Was drin ist, will ich lieber gar nicht wissen. Okay. Seltsame Flasche. Das sieht aus wie alter Fusel mit einer Eidechse drin. Den soll die liebe Omi mal lieber selber trinken. Ja, oder der Wolf. Und was ist das da? Was war jetzt gerade hier? Omas nimmer voller Sparstrumpf. Was, Zettel? Ein Zettel aus Omas nimmer vollem Sparstrumpf. Du Depp, denkst doch wohl nicht, dass ich dir mein Geld so einfach in den Rachen werfe. Puh, eine Frechheit ist das. Nochmal. Ein Zettel aus Omas nimmer vollem Sparstrumpf. Du Depp, denkst doch wohl nicht, dass ich dir mein Geld so einfach in den Rachen werfe. Puh, eine Frechheit ist das. Ah ja, okay. Tja, das... Ist jetzt aber nicht so, dass mich das irgendwie weiterbringt. Wegeskreuzung, Flussufer, Schreinerwerkstatt. Das hier mit dem Holzbein, das ist... Ah! Der müsste doch dann theoretischerweise wissen, wie er in die Burg reinkommt. Ja? Wenn er eben... Was? Ich soll dir vom Holzfäller ausrichten, dass er deine Hilfe bei der Vernichtung seiner Biervorräte... Was? Ja, oder so. Ich soll dir vom Holzfäller ausrichten, dass er deine Hilfe bei der Vernichtung seiner Biervorräte braucht. Hm. Wenn er Bier da hat, dann will ich doch gerne bei ihm mal nach dem Rechten sehen. Ja. Du müsstest allerdings meine Frau ein wenig ablenken. Sie sieht es nicht gerne, wenn ich trinken gehe. Oh. Kein Problem. Drachenkämpfe sind meine Spezialität. Ich halte dich lieber nicht länger von der Arbeit ab. Ja, und jetzt? Moment. Schaukelstuhl, Rotkäppchens Mutter. Soll ich jetzt einfach nur mit dir reden? Guten Tag, Simon. Hast du eigentlich keine Ahnung? Mach dir doch einmal einen schönen Nachmittag. Mach dir doch einfach mal einen schönen Nachmittag mit einem guten Buch. Dein Mann kannst du in der Zeit zum Holzfäller schicken, dann langweilt er sich auch nicht. Oh nein, das kommt gar nicht in Frage. Das hält ihn nur von seiner Arbeit ab.
Dieser ordinäre Holzfäller hat immer Bier da. Und wenn mein Heiner das sieht, wird er schwach. Wenn er erst mal zum Säufer wird, wer ernährt dann meine Lea und mich? Oh nein, da hört der Spaß auf. Simon, du solltest dich was schämen, meinen Mann in seinen charakterlichen Schwächen auch noch zu unterstützen. Ah ja. Hast du eigentlich keine Angst, wenn du dein kleines Töchterlein allein in den Wald schickst? Ach, um meine Lea muss ich mir keine Sorgen machen. Sie weiß, dass sie sich von Fremden nicht ansprechen lassen soll. Außerdem habe ich ihr ein Pfefferspray mitgegeben. Denkst du, dass Pfefferspray auch gegen hungrige Wölfe hilft? Die springen plötzlich aus dem Busch hervor und fressen ihre Opfer auf, bevor die überhaupt an irgendwelche Sprays denken können. Wölfe, sagst du? Aber es gibt doch gar keine Wölfe in diesem Wald. Bist du da wirklich sicher? Schau dir mal diesen Steckbrief an. Diese Bestie wurde zuletzt hier gesehen. Ihr letztes Opfer soll wirklich schlimm ausgesehen haben. Also das, was noch übrig geblieben ist. Das Pfefferspray wird da nichts helfen. Damit würzt er höchstens dein Töchterchen, bevor er es verschlingt. Herrje, der Steckbrief ist echt. Oh nein, wie furchtbar. Ich muss sofort meine Lea suchen und nach Hause bringen. Wer weiß, was sonst passiert. Oh, wie schrecklich. Oh, oh, oh. Naja, wir haben sie abgelenkt, Freunde. Ah, ha, 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 ha. Fein, fein. Jetzt hat der Schreiner sturmfreie Bude. Naja, und jetzt? Sollen wir ihm das jetzt nochmal sagen? Ja, scheint wohl so. Ja? Ja? Gute Nachrichten. Deine geliebte Ehefrau hat sich kurzzeitig verabschiedet. Clotilde ist weg. Was ist denn Schreckliches passiert? Keine Panik, Mann. Im Wald treibt sich ein halb verhungerter, steckbrieflich gesuchter Wolf herum, der gerne zum Frühstück kleine, freche Mädchen verspeist. Also eigentlich so das Übliche. Bist du von Sinnen? Meine Tochter wird von einem verfressenen Ungetüm gejagt und meine geliebte Frau will sich der Bestie in den Weg stellen? Ja. Glaub mir, kein Wolf würde sich deiner Tochter freiwillig auf weniger als 100 Meter nähern. Und deine Frau ist nicht besser. Dem passiert schon nichts. Hey, du bist so weiß um die Nase. Gib es zu. Jetzt könntest du wirklich einen guten Schluck Bier vertragen, hm? Bier? Oh ja, jetzt könnte ich einen guten Humpen brauchen. Hast du nicht gesagt, der Holzfäller hat ein Fass angestochen? Ich bin schon unterwegs. Bitte sag meiner Frau nichts davon, wenn sie zurückkommt. Hey, ist ja klar. Ich habe kein Wort über Bier gesagt. Der Mann war bestens im Bilde. Und ich kriege nachher wieder von seiner Frau die Hucke voll, weil der Kerl blau ist. Aha, ja. Dem seine Tochter wird von einem Wolf gefressen, der geht sich ein Bier heben, ey. Das ist ein Halbpferd. Okay, Stuhl beim Rauchen war also. So, genommen. Das alles, wir brauchten nur das, Hobel. Ein Hobel. Säge. Eine Säge. Hammer. Dieser Hammer verströmt den Duft von körperlicher Arbeit. Bloß weg. Ach. Wieso können wir denn da nichts nehmen? Mann, ey! Kisten und Fässer. Ziegeldach. Wieso sollen wir uns das Ziegeldach angucken können? Alte Kisten und Fässer. Wird wohl mal wieder Zeit, dass der Sperrmüll abgeholt wird. Ah, aber wir können jetzt in das Haus rein. Es macht niemand auf. Geh doch einfach rein. Hallo, warum klopft der auf einmal? Oh, nee, das muss ich nicht wissen. So, wir haben jetzt ein Holzbein. Wofür brauchen wir ein Holzbein? Wie geht's den beiden? Heiner, wie geht's? Ach, nein, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich trinke kein Bier. Wirklich. Ich teste nur dieses brandneue, flüssige Brot. Hey, ja, ja. Reg dich ab. Ich bin nicht dein Hausdrachen. Oh, ein Glück. Ich dachte schon. Sie schickt dich doch hoffentlich nicht, oder? Erzähl ihr bloß nichts davon, sonst bin ich so gut wie tot. Hättest du den noch gern... Hältst du den Holzfäller immer noch für einen Axtmörder? Ach was, Josef und ich sind gute Kumpels. Aber sag meiner Frau nichts davon. Wie ist das Bier?
Was glaubst du, wie ein Bier schmeckt, wenn man jahrelang keinen Tropfen gesehen hat? Es könnte noch so abgestanden sein, es wäre trotzdem herrlich. Bitte sag es nicht meiner Frau. Boah, steht der unterm Pantoffel, ey. Deine Frau ist auf dem Weg hierher. Nein, ich muss weg. Sofort, auf der Stelle, lass mich durch. Krieg dich wieder ein. Deine heißgeliebte Frau Gemahlin weiß von nichts. Gemeiner Kerl, einen armen, überarbeiteten Mann so zu erschrecken. Ich verzieh mich dann mal wieder. Viel Spaß. Und Freunde, mir ist was eingefallen. Mir ist gerade was eingefallen. Ja, ja, ja. Und zwar... Ach, ich hätte hier woanders hin. Egal. So, gehen wir hin. Und dann hier hin. Wir brauchten doch für den Instrumentenbauer ein Stück Holz. Das Holzbein. Das sagt der Name ja schon. Holz oder Stuhlbein. Meinetwegen. Ja. Ich habe... Wo hast du denn das her? Das hast du bestimmt irgendwo geklaut. Na, nicht mein Problem. Ich werde eine Flöte daraus machen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, jetzt quäle mich nicht weiter mit deinem Geschwätz und geh. Aha. Eine Flöte, die brauchen wir doch. Okay, das Konzept wie in jedem anderen Adventure auch. Einmal rausgehen, wieder reingehen und er ist fertig. Nein, immer noch nicht. Hallo? Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich such dir jemand anderen, der sich mit dir beschäftigt. Komm, nimm diese Flöte und vertreib dir damit die Zeit. Dann kann ich in Ruhe arbeiten. Toll. Wo? Warum? Hä? Ich möchte... Hört denn dein Geschwätz niemals auf? Kannst du mich nicht in aller Ruhe arbeiten lassen? Na dann tu, was du nicht lassen kannst. Quatsch mich voll. Ich geh... So, geh jetzt bitte. Ich habe weder Lust noch Zeit, mir den ganzen Tag dein Geplapper anzuhören. Auf Wiedersehen. Hä? Ja, und wo ist die Flöte? Ach, da ist sie schon. Oh, das ist ja einfach gewesen. Ja, sehr schön. So, jetzt brauchten wir, was brauchten wir noch? Eine Flöte, irgendwas, ein Zauberform oder was war das? Ein Zauberkostüm, genau. Da kann eigentlich nur Kalypsos Laden in Frage kommen. Und da hing auch was an der Wand, das weiß ich auch. Da rein. Das ist immer so geil. Voodoo-Puppe. Oder auch nicht. Voodoo-Puppe, Gläser. Da! Oh, Alex wirft mir einen tödlichen Blick zu. Ich sollte das Zauberkostüm besser nicht nehmen, wenn ich mir eine Restlebenserwartung von mehr als 60 Sekunden wünsche. Toll. Also müssen wir Alex hier irgendwie rauskriegen. Modell aus Steckstein, was ist das denn? Ach, die können wir aber mitnehmen. Voodoo-Maske, Voodoo-Puppe, Gläser. Was? Können wir uns auch nur angucken. Tja, wir brauchen... Wir müssen Alex irgendwie... Ein Modell der Burg aus Steckbausteinen. Was für ein grandioses Monument. Auch nicht schlecht. Lalalalalala. Wir hatten doch... Eine ziemlich langweilige Fußmatte. Mir kommt jetzt das Spiel Maniac Mason in den Kopf, wie ich es früher genannt habe, Maniac Menschen. Wo hatten wir nochmal... den Liebesbrief? Leider sieht man am Datum, dass der Liebesbrief steinalt ist. Alex würde sofort durchschauen, dass der Brief nicht von meinem Doppelgänger stammt. Okay. Ich habe es eben im letzten Teil noch gesagt, die Tintenfresser haben wir auch noch nicht benutzt. Das müsste ein bisschen Tintenfresser, ein paar neue Ziffern und schon wird aus einem Liebesbrief ein Todesurteil. Zumindest wird er lieber sterben, als zugeben, dass er diesen Stuss geschrieben hat.
Oh, wie ist das geil, wenn man vorankommt, Freunde. Ihr könnt euch dieses Glücksgefühl nicht vorstellen. Du bringst Licht, Ordnung und Sauberkeit in mein Leben. Ha, mein Doppelgänger ist ein echter Poet. Mal sehen, was Alex dazu sagt. Ich klopfe einfach mal und mache mich dann schnell aus dem Staub. Dann geht ihr wahrscheinlich direkt rüber zu dem und ich habe freie Bahn. Jetzt aber schnell. Guck mal, wie es geht mit der... Was für ein Idiot. Nein heißt nein, das kapiert doch jeder. Alberner Liebesbrief. Ich muss den Kerl noch mal in die Finger kriegen, um einiges klarzustellen. Ja, auf Wieder... Nein, nicht wieder reingehen, nicht wieder reingehen. Ach. Oder? Was macht die? Die hat was? Okay. Closed. Geschlossen. Warum, wenn es doch von Deutschen... Warum macht man dann das Englisch? Ah, okay. Ja, Freunde, und ihr merkt, Traps kackt gerade wieder ab. Aber das macht nichts, weil der Teil ist jetzt hier eh gleich vorbei. Und von daher... Ja, wie schön. Düdeling. Na, komm, das holen wir uns noch. Ja. Ich kann nicht zulassen, dass Kalypsos Gewand hier verstaubt. Sehr schön. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit Simon 4. Ich freue mich mit euch zusammen, glaube ich, dass wir so weit wieder vorangekommen sind. Ja, ich werde Flaps jetzt eine Pause gönnen und mir ebenfalls. Ich muss nämlich jetzt gleich zur Arbeit und dann hoffe ich, dass ich heute Abend die Teile noch bearbeiten, rendern kann und dann in der Nacht dann hochladen kann. Morgen geht's dann weiter. Morgen habe ich frei. So hoffe ich, so dass es doch hoffentlich auch so bleibt. Und dann wird hier weitergemacht, Freunde. Dann wird hier das Spiel gerockt, das sage ich euch. Also, dranbleiben, es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.